Ja, jetzt. Wollte schon sagen, der will da einfach nicht weg, aber jetzt doch. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Alien Isolation. Schön geschmeidig der Übergang ist beim da wieder vom Tisch irgendwo drunter weggehen. Das sieht er nicht, weil er es nicht sehen kann, weil wir es nicht wollen. Ja. Moment, wo ist sein Freund? Der läuft jetzt auch anders. Egal, weg. Jetzt bin ich dem Lüftungsschacht ganz nahe, da könnt ihr uns mal. Alle Besucher müssen sich an der Rezeption melden. Schon gemacht, die wollten uns nicht aufnehmen. Ah ja, du schon wieder. Wenn die hinter einem her sind, dann schnell noch speichern. Blöd wird's nur, wenn man direkt nach dem Speichern angegriffen und umgebracht wird, dann hat man blöd gespeichert. Aber lassen wir das mal. Da hinten steht einer. Zum Glück sind die sehr kurzsichtig. Wir gehen aber nochmal nach oben. Daneben liegt nichts. Wie kann man hier oben den Alarm ausmachen? Hier gerade renne. Am Ende kommt das Alien noch. Ist immer noch rot. Schade. Wee, 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 wee. Hatten wir noch was? Ja, wollte nämlich sagen, was wir jetzt mitnehmen können. Aha. Zum Glück habe ich nochmal nachgeguckt. Hätte man aber schon eher sehen können, nicht Nase. Dann speichern wir nochmal, weil wir jetzt ja wohl wo ganz anders hingehen. Ich denke mal in dem Bereich zurück, wo wir angekommen sind. Nachdem unser Freund den Axel abgegriffen hat. Da. Wir bekriegen. Hä? Geht nicht, weil gerade das gespeichert, hä? Wir bekommen ja eine Gondel geschickt, eine Transitgondel. Wir können gerade echt nicht speichern. Na dann. Wird schon schief gehen. Oh, apropos schief gehen, ich merke gerade. Da könnte mehr Leben in Amanda stecken. Oh, der ist aber schnell unterwegs. Ist das eine Drohne? Das ist das Alien. Der rumpelt herum da oben, der Kollege. Oh, flink unterwegs. So erkennt man das Vieh also auf dem Bewegungsmelder. Viel zu schnell. Denn in der Entfernung war es gerade nochmal zu sehen. Da, wo jetzt hier unser Balken ist. Die Schlange von Snake. Ja, hier könnte es rauskommen. Der wurde bewegt. Der lag letztens noch mit seinem Öhrchen in seiner Suppe. Hä? Nochmal zwei? Dem hat jemand Patronen zugesteckt. Oh oh. Ist das Alien? Rumpelt nämlich herum. Ist gerade über uns. Scheiße, wenn das jetzt da rauskommt, sind wir echt am Arsch. Komm, komm bitte nicht raus. Geh einfach weiter. Macht einen Lärm. Okay. Ob sich von einer EMP-Granate beeindrucken lässt? Ich glaube nicht. Da hinten wäre jetzt grün.
Ob wir hier sicher sind vor dem Vieh? Wird hier wohl nicht reinkommen. Echt jemand bewegt? Ich weiß es nicht. Moment, das Ding sagt aber, wir sollen da lang gehen, fällt mir gerade so auf und ein. Zeigt uns immer den direkten Weg an. Im Grunde können wir ja... Hier gibt es keine Linie auf dem Boden, der man folgen kann. Hier gibt es ja den Bewegungsmelder und der sagt uns, geh woanders lang. Im Grunde mag ich es ja nicht, nach einem Navigationsgerät zu spielen. Das Tolle ist, das Gerät sagt uns ja auch gleichzeitig, dass... Achso, der mag nicht, dass wir... den Umweg gehen, weil die Tür bringt uns ja, also der Weg bringt uns ja auch zu der Tür. Jetzt macht es gerade Lärm. Ist wieder über uns. Wenn wir die Tür aufmachen, kommst du bestimmt runter. Wetten, wetten, wetten? Wetten? Aber ich verliere die Wette. Ich habe nicht gewettet. Gerade vor uns. Ich gehe mal kurz rein. Sind wir sicher? Nicht so laut, Amanda! Ich habe immer noch gehalten, deswegen sind wir wieder raus. Ich muss, wenn das hier startet, so ein Lärm. Muss ich aufhören damit. Ansonsten gehen wir gleich wieder raus. Ein Trampeltier. Immerhin das aber auch nicht besser. Wenn das Alien uns sieht, nicht rennen, bringt eh nichts. Das hier ist. Und das kann ich gut sehen, deswegen können wir uns, wenn es davon laufen würde, hier so bewegen, oder? Hier dürften wir eigentlich frei rumlaufen können, hier ist kein Alarm. Und hier wären wir ja vorhin schon unterwegs gewesen. Wie es gerade direkt über uns ist. Heftig. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Alien auch irgendwann mal aus den Lüftungsschichten rauskommt. Und dafür muss es nicht mal zwingend Lärm gegeben haben. Müssen wir einfach mal gucken. Das wird bestimmt später so sein. Auf dem Tisch liegt nichts mehr. Und hier auch nicht. Jetzt bin ich gerade wieder besonders gerne besonders langsam unterwegs, weil das Alien über uns herumfuselt. Je weniger Geräusche, umso besser. Blind ja, aber nicht taub. Die Tür sollen wir nehmen. Ach, hier, da gab es nichts mehr zum Einsammeln. Ne? Nix, 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 nix. Keine Einsammelkisten, die sehen anders aus. Ich will nur speichern. Was stand da? Moment, da stand was. Da stand noch was anderes neben dem Speichern, oder? Womöglich kann man so ein Speichermodul nur einmal benutzen. Rums. Die Kamera, wie die uns anguckt. Womöglich kann man so ein Speichermodul... Oh, das war gut, dass ich hier rein bin. Ich wollte gerade sagen, warum geht die Tür wieder auf, wenn da mal so eine Blechbüchse ankommt?
Womöglich können wir das Speichermodul erst wieder nutzen, wenn wir ein anderes genutzt haben. Das ist so ein Grisselpunkt, der sich schnell bewegt. Das wird das Alien sein. Oder ist da gerade ein Kopf da in dem Fenster zu sehen? Das da vor uns? Nee, ist schon wieder weg. Jetzt kommt der Typ wieder hoch. Nee. Jetzt kommt was auf uns zu. Ganz, ganz nah. Entfernt sich wieder. Interessant, dass der Bewegungsmelder keinen Strom verbraucht. Läuft das Ding mit Induktion? Nee, du gehst ja nicht reingucken. Nein, wieso hat er uns da durchgesehen, du blöder Arsch? Aua. Blödes Vieh. Tschüss. Jetzt rennen wir aber, dann kommt das Alien ja an. Scheiße. Hier haben wir nirgendwo so einen kleinen Schacht, wo wir rein können, ne? So ein blöder Arsch. Wieso guckt er da rein? Weil er uns einfach zufällig sieht. Kann doch nicht sein, ey. Gefahr ist nah. Ach so, das stand da vorhin. Ach, war nicht so schlimm. Ich sollte nicht rennen, ich sollte nicht rennen. Muss gerade jemand hier reingehen? Ich warte jetzt ein Weilchen. Gefahr ist nah, es piept, piept, piept. Warum hat er uns da rausgezerrt? Hat er uns gesehen durch den Schlitz? Gerochen? Oder gucken die auch mal zufällig in Schränke rein? Letzteres wäre ganz schön fies. Typ, geh nach links. Ja, das ist auch links. Blöd, dass er gerade auf dem Radar nicht zu sehen ist. Der blöde Arsch hat uns Energie gekostet. Boah, beim Q-Drücken geht man ja auch raus. Das war auch nicht gewollt. Mist, das war's. Kaum Energie. Mann. Ich wollte gerade das Inventar öffnen zum Basteln. Rennen verursacht Lärm. Bewegen Sie sich langsam, um nicht entdeckt zu werden. Verstecken ist nur eine vorübergehende Lösung, ja. Ich wollte uns eigentlich was basteln. Im Spind. Deswegen habe ich Q gedrückt und damit sind wir rausgegangen. Wie uncool. Ganz schön schlau, dieses Speichermodul, oder? Gefahr ist nah, kann ich sagen. Bitte warten, keine Gefahr nahe. Alien über uns. Wie flink. Hinter uns ist was nah. Ganzen beschissenen Weg wieder zurück zum Bahnhof, sag ich mal. Zur Transitstation. Oh Mann. Oh, hier geht's gar nicht lang. Boah, das macht für meinen Geschmack zu viel Lärm. Warum sind die eigentlich so aggro? Ich meine, hier ist doch gar kein eingeschränkter Bereich. Ja, aber hier ist Alarm und
Die haben wahrscheinlich gesagt, dass wir böse sind. Oh, mit Marshall Waits. Jetzt, hallo, will jemand verbunden werden? Was? Hier sind wir wieder. Oh. Das Alien ist auch da. Was machen Sie hier? Ich glaube, wir wurden gesehen. Nee, 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 nee. Ah, nicht rennen, dann kommt ja das Alien. Scheiße. Diese Zwickmühle. Ach, du Kacke. Ich darf doch vorbei, oder? Das ist ja nett. Wobei, nicht rennen, dann kommt das blöde Vieh. Ich glaube, der ist, wenn wir laufen, schneller ist. Oh Mann. Naja, machen wir jetzt nicht. Ich muss einen Schacht finden. Die Schächte sind, na, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Schnell rein. Kann uns noch rauszählen, ist nicht weit weg. Sind wir hier richtig? Keine Wegsanzeige. Ich gehe mal hoch. Energie geht gerade, okay. Ist unten gerade nur aufgegangen, weil wir uns beim Hochklettern so nah ran bewegt haben. Das ist aber neu. Das haben wir noch nie gemacht. Zieht uns hier jemand raus, Achtung. Hier kann man speichern. Ach, wo war den Ionschneider? Ach, der Witzpolde da. Okay, da ist ein Mensch, der hier was sagt. Wir müssen da lang, wo die stehen. Das ist doch Kacke. Falls die uns aber wieder blöd kommen, dann weiß ich jetzt, wo wir hingehen können, weil da jetzt offen ist. Über uns ist wieder wer. Oh, der sabbert gerade da durch. Der kommt doch gleich da durch, oder? Alien-Sabber. Na, sehr schön. Hier sieht's aber interessant aus. Schacht. Das ist nicht euer Ernst, ihr seid beide leer. Fehlerhaft. Anruferkennung 12845138. Was ist da oben los? Ich habe auf einen Anruf gewartet und... Apollo! Bitte warten, Ihr Anruf wird umgeleitet. Rufnummerkennzeichnung 12845140. Hallo? Mein Hiwi-Android verhält sich seltsam, er hört auf keine meiner Anweisungen. Apollo? Bitte warten. Ihr Anruf wird umgeleitet. Wieder ein anderes Kennzeichen. Rufnummer Kennzeichen 12845417. Ich brauche Hilfe. Ich bin in meiner Wohnung gefangen. Draußen steht ein Android und...
Apollo? Bitte warten. Ihr Anruf wird umgeleitet. Ja, da läuft bewusst was nicht mehr so, wie es sollte. Anruferkennung. 12845164. Verbinden Sie mich mit dem Büro des Marshall. Es ist ein Notfall. Hier raubt jemand meinen Laden aus, ich... Apollo? Bitte warten. Ihr Anruf wird umgeleitet. Rufnummer Kennzeichen. 12845170. Er ist weg. Es hat ihn... Gen tötet? Hä? Es hat ihn getötet. Ich glaube, es ist noch immer hier. Apollo? Bitte warten. Ihr Anruf hat umgeleitet. Ich sollte das besser betonen. Besser betonen, ich denke gerade an Faster Than Light. Ja, das sollte ich machen. Wie, was? Hä? Ist nicht nett. Das war wieder das Alien, das ist ganz schnell unterwegs gewesen, der Punkt. Ah, hier, wo uns die Freunde entdeckt haben. Okay. Ach, er hat umgeschwenkt, er hat gemerkt, hier ist kürzer. Ach, jetzt müsste der Balken gleich nach oben schnippen. Genau. Jetzt ist der Weg kürzer. Weil der Weg jetzt kürzer ist, klingt besser. Scheiß Lautsprecher aus, dann ist nicht mehr so laut. Die Beleuchtung ausmachen, ist klar. Achso, Lautsprechersystem anmachen. Ist ja bloß zur Ablenkung. Ne, brauche ich jetzt nicht. Die Beleuchtung ausmachen, bin ja nicht blöd. Dann sehen zwar andere auch weniger, aber das hilft nur bei menschlichen Gegnern. Den ganzen beknackten Weg wieder zurück ist nahe fast durch. Das Alien bewegt sich viel zu schnell. Der Raum sieht ja genauso aus wie der andere. Dann habe ich den wohl auch mal verwechselt, weil hier habe ich ja mal was auf so einer Kiste bemerkt. Oh. Warum wird das Vieh nicht angezeigt? Hier spricht ein Android. Weil er sich nicht bewegt. Gar nicht mal so blöd. Jetzt bewegt er sich. Zum Glück schwätzen die auch. Ja, sie wird zum Thema bewegen. Dann ist das das Alien, was sich da bewegt. Oder sind zwei? Wo hinter uns links ist ein Rumpelzirn im Schacht. Jetzt rechts von uns. Boah, das ist heftig. Ich würde mal gerne sehen, wie das Alien so einen Androiden zerlegt. Das wäre cool. So, hier sind wir angekommen. Ist da oben jetzt offen? Ne, wenn ich mich nicht verstecken konnte, mir hier noch was einsammeln. Egal, ich will jetzt hier weg. Bevor wir hier wegkommen, kommt das Alien bestimmt nochmal aus... seinem Schacht raus. Hier ist weiter hinzu. Vielleicht nochmal eine Zwischensequenz, wie er bemerkt uns. Das Alien bemerkt uns und wir uns packen, aber dann geht gerade die Aufzugtür zu und geht gerade nochmal gut. Irgendwie so. Na dann, tschüss. Das Blöde ist, man kann sich bei der Transitstation auch verstecken. Und das ist blöd, dann kann da auch was ankommen. Solche Ablenkungsmanöver, gefährliche Situationen vermeiden. Kein Alarm, aber Schreie zu hören oder ein Schrei. Oh, ist gerade über uns. Und tschüss.
Ach ja, hier unsere erste Begegnung mit Pappnasen. Oh, hier sind die Viecher auch. Okay, da steht auf. Interessant, hier hat jemand weggeräumt. Da ist das Öl wieder. Hier liegt nichts mehr. Gab es hier auch noch Sachen, die wir nicht einsammeln konnten? Über uns so rumpelt es. Kartenspielerei, Schachspielerei. Gerät unzureichend. Man kann das Teil noch verbessern. Ist ja interessant. Ja, wenn es von einigen Sachen eine Version 1 gibt, warum auch nicht davon? Oh, hallo. Ich habe mich beim letzten Mal gar nicht bemerkt. Hätte ich ja nutzen können. Instabiles System, aktiv. Dann will ich es inaktiv machen. Das ist neu, das gab es drüben bei der anderen Schaltbox nicht. Jetzt gibt es kein instabiles System mehr. Das Alien gibt's aber schon. Wer seine Kinder nicht mag, der gibt sie diesen Androiden hier. Das wäre direkt über uns. Sind wir das letzte Mal weitergekommen? Dann gehen wir jetzt, würde ich mal sagen, einfach zurück. Aufpassen, wo wir hinlatschen. Am Ende treten wir noch so einen schlafenden Androiden. Ah, war ja bloß ein Abspielgerät. Der hat sich ja bloß schlafen gelegt. Schaltkreise durchgeschüttelt, da liegt ja kein Androidenblut herum. Die Musik dreht gerade etwas auf. Nimmt sie wieder ab. Komisch. Speichern, Achtung, Gefahr in der Nähe. Gefahr ist nah. Ich glaube, die sind die Lebensretter schlechthin. Wobei das Alien könnte da vorstehen und mit seinem langen Tentakelding greifen und dann uns da rauszerren. Kann ich mir vorstellen. Gibt es keine neue Möglichkeit, keinen neuen Weg. Oh, da könnte es rauskommen. Jetzt müsste der Pieper losgehen. Na. Geh nicht wieder zu. Womöglich fahren wir jetzt mit der anderen Transitstation. Dass man sich hier verstecken kann, ist ein schlechtes Zeichen. Oh oh. Geräusche sind nicht gut. Haltestelle für Sixon Communication Technologies. Sind das zwei Punkte? Und cool, das sind... Oh, da kommt ein Mensch raus. Jetzt weiß ich, warum man sich hier verstecken kann. Das Alien ist auch in der Nähe.
Direkt über uns. Nicht nett. Hayes hat uns übersprungen. Nee, er ist neben uns. Nicht schön. Ah, gute Nacht. Aber warum denn? Wir sind doch Freunde. Das verstehe ich nicht. Ich habe nicht mitbekommen, wie es neben uns getrampelt hat. Das war nicht über uns, das war neben uns. Kombinieren Sie verschiedene Geräte, um Hiwis sicher aus dem Weg zu räumen. Schade, Endscam habe ich gekauft. Wir sterben nie durch das Alien, aber Pustekuchen. Mann, ey. Nachwendung. Ach, viel zu viel Text. Irgendwo verstecken wäre gut. Haltestelle für Sixon Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini. So, gucken wir mal an, was das Alien hier anrichtet. Drei Pünktchen, eins davon ist das Alien. Hinter den beiden. Jetzt geht's los. Achtung! Ah, es rennt oben lang, Mist. Ich dachte, es ist gerade hinter den beiden hinterher. Warum ist das gerade rausgekommen, als wir da waren? Das ist doch Verarsche. Ich hab gehofft, das Alien räumt jetzt die beiden ab. Boah, man kann sogar noch rangehen. Boah, geil, das merke ich jetzt erst. Oh, hört ihr das? Ich glaube, zwei sterben gerade. Da wurde kräftig gefocht. Man kann sogar ein Stück zurückgehen, damit man mehr vom Bewegungsmelder sieht. Mann, ist das geil. Die Kleinigkeiten. Toll. Oh. Hätte echt gedacht, die spielen hier mehr mit dem... Oh, wir zeigen dir ganz lange nicht, wie das Alien aussieht. Und... spielen nur damit, dass ab und zu mal ein Tentakel hier irgendwo durchsaust oder einfach nur Schreie zu hören sind oder das Gerumpel oder nur ein Schatten. Hätte nicht gedacht, dass sie das so offensichtlich zeigen. Weiß auch nicht, warum ich das gedacht habe, aber... das macht für mich noch mehr Horror aus. Boah. Oh oh, Scheißdreck. Wenn man die Gefahr... zwar um sich weiß, aber nie direkt sieht, das geht schief. Der haut uns jetzt hier aus. Der riecht uns. Das hat er mit Absicht gemacht, der Knabe. Aber damit hätte ich wirklich gerechnet. Weiß auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich habe ja vorab nicht viel von Alien Isolation mitbekommen. Dass man von Alien Isolation mitbekommen hat. Dass man... na, man kann nicht Haupt... nicht Protagonist sagen. Antagonist, ja. Wobei eigentlich ist ja ein Freund. Dass man das Alien so doll sieht, er steht sogar unter einem Scheinwerfer. Hätte ich echt nicht gedacht. Boah, auf einmal rennt's los. Man denkt, es hat einen gewittert und geht wieder oben rein. Liegt, glaube ich, auch gar nicht mehr zwingend am Revolver. Ich glaube, es liegt einfach darin, dass wir einfach mehr Ausrüstung haben. Ich fühle mich überhaupt nicht mehr so unsicher und beklemmt wie noch zu Beginn. Als ich gesagt habe, ich hätte das Spiel doch niemals anfangen sollen. Das Gefühl ist komplett verflogen. Gefahr ist nah. Nee, doch nicht. Jetzt haben wir die Szene, wie es hier gerade herumgeschlichen ist, überstanden. Deswegen wird nochmal gespeichert. Es kommt wieder raus. Oh oh. Es ist da oben. Ach, Knabe. Oh, hier sind Fotos drin. Familie. Mittagsessenwunsch? Nee, Einkaufszettel? Keine Ahnung. Was bist du denn? Mama und Kind gucken sich was an. Was ist das? Eine Gardine, die im Wind hängt? Hm. So ein komischer Vogel. Warum ist der jetzt wieder runtergekommen? Nein, wir sind nicht drin.
Wenn wir uns was Angst machen. Ich gehe lieber weiter weg vom Gitter. Hat das Alien eigentlich Augen? Sieht nicht so aus, ne? Unsachgemäße Nutzung des Systems sowie Trockenheit werden. Aber es hat ein Maul im Maul. Ist das praktisch? Es hatte Zähne im Mund. Also. Im Mund war nochmal so ein. Im Maul war ein Gebiss und darin war nochmal ein Gebiss. Wie schwer ist denn das Vieh? Das macht einen Lärm. Wenn es wieder abdampft, dann dampfen wir hier auch ab. Könnte aber noch etwas dauern. Öhrchen scheint es ja zu haben, denn es bekommt Lärm mit. Hat es ganz schlechte Augen? Jetzt kommt es wieder an. Was für ein langen Kopf das Vieh hat. So ein langes Hirn. Ist es besonders schlau? Wobei, großer Kopf muss ja nichts heißen. Ich kenne das Spielchen. Wenn du auf uns zurennst, dann gehst du oben in den Schacht. So, jetzt dampfen wir hier mal ab. Jetzt müssen wir uns aber eine Gondel holen. Es macht Lärm. Scheiße. Nicht die direkt neben uns, sondern eine weiter, das ist unsere Gondel, die wir gerufen haben. Wir sind gerade gar nichts los. Hören wir, wenn die Gondel da ist? Jetzt kommt der. Ist schon wieder unten. Ist schon wieder auf unserer Ebene. Jetzt macht er aber auf. Jetzt macht er wirklich auf. Oh, er riecht sogar am Gitter. Ich glaube, die Gondel ist da, aber ich warte jetzt, bis er wieder weg ist. Ah, nicht, dass das Ding aber abhaut. Oh, das wäre es, wenn das Ding abhaut, wenn wir jetzt zu lange warten. Na, wir werden es herausfinden. Jetzt kommt er erstmal wieder. Nee, ist wieder oben rein. Ja, das klingt wieder wie oben drin. Na dann. Kommt wieder raus. Hat uns gesehen. Hier kommst du nicht rein. Hoffe ich. Kommt wirklich nicht rein. War schon wieder unten, der Schlingel. Okay, einen Schritt weiter. Taschenlampe genutzt. Ich mach dir doch Fender aufmerksam. Aha, okay. EMP-Androiden kurzzeitig außer Gefecht. Aha. Wie lange braucht das Alien, um rüberzukommen? Es folgt uns bestimmt, weil ansonsten wäre es ja für uns zu einfach, oder? Bestimmt. Doch da drüben auf. Haltestelle für Solomons Galerie, Colonial Marshall Büro und Sixen Wohnbereiche. Hier kann man wieder sieht ja genauso aus. Hä? Ist doch eine Verarsche, oder? Wir sind in der gleichen Ecke. Wir sind bloß rechts rein, sind wir links rausgekommen. Oh Mann. Oben ist wieder jemand zu hören. Oh, hier ist Schrott. Der ist neu, oder? Nee, ist ja gar nichts zum Verstecken. Hier sind wir doch woanders. Mann, oh Mann, oh Mann. Würde ich aber mal sagen, machen wir hier erstmal Schluss und sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ob der Knabe gleich wieder runterkommt und mit uns spielen will. Aber bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.